Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, ehrlich, menschenhautnah. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich glaube, meine heutigen Gäste brauchen keine großen Worte für die Einleitung. Man kennt sie nämlich. Und sie werden jetzt auch bald gemeinsam wieder auf der Bühne stehen. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Und darf bei mir begrüßen Sigrid Hauser und Michael Nirvarani. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Also guten Abend. Das ist schwierig, wenn man... Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Alles geht. Freundschaft. Also Stefan Kurilitz. Nein, weil es beim Streaming so schwierig ist, weil man ja nicht weiß, wann die Leute sich das anschauen. Es ist schwierig, die Leute zu begrüßen. Also dann am besten guten Morgen. Hallo. Hallo. Mittag, Mahlzeit. Mahlzeit. Alles Mahlzeit ist immer gut. Mahlzeit ist immer gut. Ich darf dir gleich zum Geburtstag gratulieren. Oh, vielen Dank. Der war gestern. 29, oder? Ja. Am 29. mein 55. Geburtstag. Und wie geht's dir damit? Weil oft ist ja, sagt man, weiß nicht, Männer haben ja oft mit dem Alter überhaupt kein Problem. Frauen wird ja oft nachgesagt, sie hätten eines, was ja oft ein Klischee ist. Aber wie geht's dir damit? Mir kommt es oft umgekehrt vor. Haben mir kommt's Frauen auch oft, eine Midlife-Crisis? Mir kommt es auch oft umgekehrt vor. Schon, nein, nein, Frauen haben die Wechseljahre, die haben keine Zeit für eine Midlife-Crisis. Ja. Außerdem mit der Midlife-Crisis ist ja überhaupt so, alle, die glauben, dass sie mit 50 eine Midlife-Crisis haben, sind natürlich Vollidioten, weil da müssen sie 100 werden. Das ist die Endlife-Crisis. Die Midlife-Crisis ist mit 35, weil das durch den Durchschnitt ungefähr, glaube ich, zwischen 70 und 80. Und hat sich bei dir die Midlife-Crisis irgendwie schon damals bemerkbar gemacht mit irgendwelchen Absurditäten? Ja, ich habe das Globe mit dem Hornzl gemeinsam, also ein anderer kauft sich einen Porsche im Theater. Du hast dir ein Theater gekauft, vollkommen richtig. Ja? Nein, also ich hatte das eigentlich gar nicht so, diese, beziehungsweise ich habe es eigentlich ständig. Also ich habe mir mit 20 schon überlegt, was hat das Leben eigentlich für einen Sinn und soll man nicht alles anders machen? Das ist, das überlege ich mir fast jeden Tag. Also es ist nichts Besonderes. Das Einzige, was sich ändert, ist, ich weiß nicht, ob das eben bei euch Frauen auch so ist, dass man anfängt zu rechnen, weil die Zeit zurück ist jetzt viel größer als die, also 55 Jahre lebe ich mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr. Wenn es 20, ich habe einmal im Spaß, hat ein Kollege zu mir gesagt, er kennt jemanden, der ist 68, der Tommy Strobl, beim Gernot, wie wir gespielt haben, der ist jetzt 68 und der ist der Meinung, das Leben ist zu Ende. Das hat alles keinen Sinn mehr. Und ich habe gesagt, aber kein Blödsinn, das Leben ist zu Ende. Ich bin in 15 Jahren 70 und in diesem Moment bin ich innerlich zerbrochen. Ja, weil mit 40 bist du in 15 Jahren 55. Denkst du, 55 bist du. Aber mit 45 bist du in 15 Jahren 70. Naja, auch schön. Ja, jetzt bin ich depressiv. Dann gehen wir dann gleich wieder zu Nein, nein, sei froh, wenn du die 70 erreichst. So weit komme ich gar nicht. Das habe ich mir jetzt gar nicht getraut zu sagen, aber man weiß es ja nicht. Das ist richtig. Es ist ein Glück. Nein, ab 55 ist jedes Jahr ein Glück. Ja, es wird schon nichts passieren. Jetzt klappt es sofort. So, kommen wir wieder zu den schönen und lustigen Dingen. Ab 25. Ja. Mai, Sommernachtstraum im Theater im Park, seid ihr wieder gemeinsam auf der Bühne. Shakespeare-Stück neu adaptiert. Wobei du ja am Anfang gemeint hast einmal, dass dieser Sommernachtstraum war eigentlich nicht dein Favorite-Stück von Shakespeare. Das ist richtig, ja. Also das war eigentlich das Stück, das ich am wenigsten gemocht habe, weil ich mir immer gedacht habe, was ist das für ein Blödsinn. Da wird einer in einen Esel verwandelt und schlaft mit der Elfenkönigin. Das ist ja furchtbar. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eines der großartigsten und spannendsten und lustigsten Stücke überhaupt. Wenn man sich, und ich bin kein großer Fantasy-Liebhaber, außer in ganz speziellen Fällen, wenn man sich auf das einlässt und sagt, es gibt Elfen und es gibt den Elfenkönig und die Elfenkönigin und die leben miteinander und haben auch Eheprobleme, eigentlich... Das ist ja du als Elfenkönigin und der Bernhard Murg als Oberon. Das ist eigentlich ein altes Ehepaar, das einen Sorgerechtsstreit hat. Beide fahren sie zur Hochzeit einer Ex-Beziehung sozusagen. Und die sind zutiefst menschlich natürlich. Ja. Und wenn man sich auf das einlässt, dann ist es ein wunderbares Stück. Es ist ja so, Sigrid, ihr spielt ja immer wieder gemeinsam miteinander, habt immer wieder Projekte. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Nia? Man hört ja oft, dass er nicht so sehr verlässlich ist oder nicht ganz pünktlich. Sagen wir mal so, nicht ganz pünktlich. Das ist beides richtig. Weder verlässlich noch das Geheimnis meines Erfolges ist, dass keiner weiß, ob ich komme und was ich dann mache. Das stimmt. Also das lassen wir jetzt so stehen. Nein, es ist sehr angenehm. Also wir haben es lustig miteinander und gerade dadurch, dass man nicht weiß, was er als nächstes macht, wird es ja nicht fad, ne? Du, die Sendung heißt Herrlich Ehrlich. Du kannst ruhig sagen, dass ich dir auf die Nerven gehe manchmal. Du, wir sind ja nicht mehr zusammen. Jetzt kannst du mir das, wenn es mir auf die Nerven geht, dann gehe ich. Jetzt gehst du mir gerne auf die Nerven, ja. Das ist nämlich
genau. Also ihr wart ja mal schon privat ein Paar. Ja. Ja. Und ist dann die Arbeit dann irgendwie anders, weil man ja den anderen dann noch intensiver oder auch von anderen Seiten kennt, als andere Kollegen, mit denen man arbeitet? Also von meiner Seite möchte ich gleich sagen, das Vertrauen ist größer. Und man hat keine, sozusagen Phase, wo man erst schauen muss, wie... Wir haben so viel auch miteinander gespielt, natürlich, ja. So viele Vorstellungen miteinander geschrieben, miteinander geprobt. Es ist einfach eine, also das hat, glaube ich, weniger mit der privaten Beziehung damals zu tun, sondern einfach auch mit dem vielen gemeinsamen Arbeiten. Wir sind einfach ein gutes Team, ja, dadurch, dass wir uns so gut kennen. Uns kann eigentlich nichts passieren miteinander auf der Bühne. Herrlich. Wir können einander abfangen, wir können extemporieren, das funktioniert eigentlich alles. Man weiß ja gerade bei dir, Nia, dass du großer Shakespeare-Fan bist. Wie ist das bei dir, Sigrid? Wie war dein Zugang zu dem Stück und überhaupt zu Shakespeare? Ich war immer schon ein großer Shakespeare-Fan. Ich war schon als Teenager ein großer Shakespeare-Fan. Habe die Sonette gelesen. Ich war sehr romantisch, habe ich das gelesen, als Teenager natürlich. Und habe das immer schon sehr geliebt und die Sprache sehr, sehr geliebt. Ja. Und ich habe mich dann sehr gefreut, dass er es auch entdeckt hat. Und wir das jetzt alles spielen können. In seiner Bearbeitung, wo es auch jeder andere versteht. Das ist eigentlich sehr schön. Ich finde das toll, was er da leistet. Erst einmal, dass er dieses Theater da hingestellt hat in einer Zeit, als alle arbeitslos waren und niemand gewusst hat, wo es lang geht, haben er und der Georg Hornsel dieses finanzielle Wagnis gewagt und haben ein Theater in einen Park hineingestellt und haben anstatt zu Hause zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen, ganz vielen Menschen Arbeit gegeben und dem Publikum Unterhaltung, neue Hoffnung, Spaß. Also das ist eine großartige Leistung. Das muss man auch sagen, ist natürlich zu einem Großteil meinem Kompagnon, dem Georg Hornsel, zu verdanken, weil im ersten Lockdown, in der zweiten Woche, er angerufen hat. Und ich bin gerade in meiner Bibliothek gesessen und habe den Strick, mit dem ich mich aufhängen wollte, wirklich geknüpft. Und er hat gesagt, komm, wir schauen uns an, wir müssen irgendwo draußen spielen. Es wird wahrscheinlich nicht gehen, dass man Indoor spielt oder was ist, wenn es nicht. Und der hat in Minutenschnelle sozusagen aus einer traurigen, verzweifelten Situation, was sehr Positives und Hoffnungsvolles gemacht. Das ist eine große Qualität, die er als Mensch und als Produzent auch hat. Und es war für uns von Anfang an klar, dass wir diesen Park, wenn wir das Theater dort machen, dass wir jetzt nicht ich dort solo spiele und dann noch ein Stück von mir und ich halt dann 50, 60 Mal spiele, sondern wir haben gleich gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir jetzt allen Menschen, die Fans von der Josefstadt sind, von der Staatsoper, von den Philharmonikern, vom Kabarett, vom Simpel, von der Volksoper, von Musical, von Operett, von allem, alle sollen die Möglichkeit haben, jetzt das zu sehen, was ihnen gefällt, was sie gern mögen. Und ich wurde einmal im Interview gefragt, wie habt ihr das kuratiert? Und also wie wird entschieden, wer spielt? Und ich habe gesagt, es war einfach, und es war wirklich so, der Hornsel hat angerufen und wer abgekommen hat, hat gespielt. Ne? Der durfte spielen, der durfte auf die Bühne. Es ist ja so, es ist ja wahnsinnig erfolgreich und wird jetzt eben im Sommer auch wieder bespielt. Aber auch dein Kabarettfreund und überhaupt Freund Viktor Gernot hat das ja auch mit der Praterbühne gemacht. Auch sehr gut, aber leider jetzt nicht mehr. Er musste sie zusperren oder wird sie zusperren oder jetzt nicht mehr bespielen. Was macht ihr oder was machst du anders? Also da möchte ich eins dazu sagen, der Gernot muss nicht ein Theater zusperren, sondern es sperrt einfach nicht mehr auf. Ja, genau, ja. Das ist ein bisschen auch falsch sozusagen berichtet worden. Es ist nicht so, dass die mittendrin in ihrer Arbeit plötzlich... Es wird keine neue Spielsaison. Sie machen einfach nicht weiter, weil es eben dort ein Projekt auch war, das sich hauptsächlich auf die Zeit sozusagen Corona-Lockdown dafür auch gedacht war. Ja? Und ich glaube, der große Unterschied ist der, dass wir das Glück gehabt haben, dass wir diesen Park gefunden haben, dass die Schwarzenberg-Stiftung sozusagen auch Freude daran gehabt hat, dass wir das dort machen. Und das Ambiente dort ermöglicht es natürlich, ein breiteres Spektrum an Künstlerinnen und Künstlern zu engagieren, als im Prater, in der Praterbühne. Das ist explizit sozusagen etwas, das in Richtung Kabarett und also das Spektrum der Menschen, die man fragt, wollt ihr in der Praterbühne spielen, ist einfach kleiner als im Theater im Park, wo von Jonas Kaufmann bis zu uns, das ist jetzt keine künstlerische Wertung, wobei du kannst ja gut singen, Leute auftreten. Also es ist schwer vorstellbar, dass die Wiener Philharmoniker im Prater ein Konzert geben, wobei wenn Strauss spielen, warum nicht?
Das war ein super Stichwort, das gut singen. Du wolltest ja, ich habe in irgendeinem Interview mal gelesen, eigentlich lyrischer Sopran werden. Und dann ich auch bin lyrischer Sopran. Ja, aber halt ich in dem auch. Man ja, hört das nicht, bin ich. Also auch in dem Beruf dann auch weiter tätig sein. Aber dann hast du irgendwann gemerkt, dass du auch dieses wahnsinnig komödiantische Talent hast. Und hast dann gesagt, okay, man kann das ja auch verbinden, oder? Das war so. Ich bin da irgendwie hineingerutscht, weil ich auch von meiner Körperlichkeit nie gepasst habe für einen lyrischen Sopran. Ich war immer schon groß und habe eine große Oberweite gehabt. Das will man bei einem lyrischen Sopran nicht so gerne sehen. Sondern da singt man dann eher die Walküre. Und so habe ich halt aus der Not eine Tugend gemacht und habe gemerkt, die Leute lachen dann über mich und habe auch bemerkt, dass mir das Spaß macht. Also es ist sowieso, ich finde das für mich selber auch aufheiternd, komische Dinge zu spielen und Komödie zu spielen. Das habe ich lieber selber, als wenn ich ein ernsthaftes Stück spiele, das tragisch ausgeht. Das macht mich selber depressiv. Also ich gehe selber erheitert hinaus, wenn das Stück gut ausgeht. Und so bin ich dann irgendwie bei, zuerst, also wir haben begonnen mit einem Musical-Comedy-Gruppe, die hieß Tizes, und sind sehr weit herumgekommen damit. Also haben sehr viele Tourneen gemacht in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, haben viel Fernsehen gemacht. Es war eine wunderbare Sache. Dann habe ich mich von dieser Gruppe verabschiedet und bin eine Zeit lang frei gewesen und habe... Da habe ich dann für Peter Alexander Shows Background gesungen und alles Mögliche für Dagmar Koller. War fantastisch. Und dann kam die Simple-Zeit. Dann hat der Werner Sobotka eigentlich hat mich gefragt, ob ich im Simple spielen möchte. Und das hat sich irgendwie ganz gut getroffen. Und da ich auch immer schon geschrieben habe fürs Theater, Graumann-Theater war ja auch noch das. Ich habe so viel gearbeitet, wie ich jung war. Ich weiß gar nicht, wann ich geschlafen habe. Du arbeitest immer noch. Ich arbeite immer noch zu viel. Ja. Das Großartige bei der Sigrid ist eben die Kombination des klassischen Gesangs, der klassischen Musik mit der Komödie. Die Dolly Schmiedinger hat für die Sigrid eine Nummer geschrieben, Frau Grete bügelt sacht, also eine Garderobiere. Die in der Oper eben die Kostüme bügelt für die Sängerinnen und Sänger. Und das war klassische Musik, also war Carmen und La Nozze di Figaro, was weiß ich. Und mit kabarettistischem Text. Und das war zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, die Verbindung, weil sie hat es nämlich auch leiwand gesungen. Weil meistens ist ja so, im Kabarett wird das ja oft gemacht, dass man zu klassischer Musik singt. Das ist natürlich gesangsmäßig grauenvoll. Also bei aller Hochachtung vom Herrn Bronner und Herrn Qualtinger. Und vom Kurt die haben mehr dazu gesprochen. Ja, aber das ist natürlich, und das Geniale bei ihr war, du hast die Töne, so wie sie in der Oper gehören, und du hast den lustigen Text. Ja. Ja. Und ich habe halt noch die unterschiedlichen Figuren mit unterschiedlichen Stimmen und ausgestattet. Und knödelt den Noah. Auch in meinem Soloprogramm. Solo ist das Agma. In der Volksoper durfte ich mit großem Orchester ein Soloprogramm machen. Und da habe ich dann alle drei Damen in der Zauberflöte gleichzeitig gesungen. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwo gelesen, großes Vorbild, Katharina Valente. Ja, eine ganz liebe Freundin auch. Ja, bei einer Romy-Gala habt ihr euch einmal. Genau, bei einer Romy-Gala durfte ich sie dann mal kennenlernen und dann hat sie mich ein paar Mal eingeladen zu sich nach Hause. War ich sie öfter besuchen. Also es war immer sehr, sehr nett und sehr, wie soll ich sagen, das bedeutet mir sehr viel, diese Freundschaft. Ich habe sehr viel lernen dürfen dadurch, weil einfach Katharina Valente ist jemand mit 1000 Begabungen und einem unglaublichen Können, einer wahnsinnigen Disziplin, einer großen Menschlichkeit und einem großen Schatz an Erlebnissen, die sie berichten kann. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass sie mich als Kollegin da so aufgenommen hat in ihren Kreis. Das bedeutet mir sehr viel und ja, ich habe sie sehr lieb. Sehr und auch unglaublicher Humor. Erinnert dich, wie wir mit ihr essen waren? Guter Humor. Sie war im Simple, hat sich die Vorstellung angesehen, weil die Sigrid eben mitgespielt hat. Die liebt dich ja. Und ich sie auch sehr. Und nachher sind wir essen gegangen und sie wollte Calamari Fritti bestellen. Und ihr ist das Wort Calamari Fritti nicht eingefallen. Und die echte, wirkliche Katharina Valente hat zum Kellner gesagt, ich hätte gern diese gebackenen Affenarschlöcher. Und diese Erleichterung, die ich verspürt habe, dass so jemand wie Katharina Valente auch solche Witze macht. Es war wie andere Leute sagen, ich hatte so eine Erleuchtung und so ein göttliches Gefühl, als ich vom Papst gesegnet wurde. Das hatte ich da, wie die Valente auf dem Arschlöcher gesagt. Wie Frau Valente gerne sagt, ich bin eine Dame, Sie Arschloch.
Herrlich. Es ist ja auch oft so, wenn man eben in der Öffentlichkeit steht, dass es dann natürlich auch die Kritiker gibt. Die Kritiken, du hast das ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu ihnen. Es gibt eine wunderbare Geschichte. Als du 24 warst, hat ein Kritiker mal geschrieben, wenn Michael Nirvarani die Zukunft des österreichischen Humors ist, ja, dann gute Nacht. Wir könnten jetzt sagen, 1001 gute Nacht hat an gutem Humor. Hat sich dieser Kritiker je bei dir entschuldigt? Nein, ich weiß auch gar nicht, wer es war. Kann mich nicht mehr erinnern. War das nicht der geschrieben hat, Andreas Navratil statt Michael Nirvarani? Das kam auch mal vor, Andreas Navratil statt Michael. So falsch hat man meinen Namen sehr selten geschrieben. Das hat mir damals, das war im ersten Jahr vom Cabaret Simpel, 1993, das hat mir damals der Viktor Gernot, der auch mitgespielt hat, hat mir das kopiert, vergrößert, kopiert und in die Garderobe gehängt. Und charmant. Ich bin dann jeden Tag unter diesem, wenn Michael Nirvarani, gute Nacht, untergesessen und hat mich geschminkt. That's what friends are for. Man könnte ja sagen, das war extra, um zu beflügeln, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Ja, der Beruf des Kritikers ist ja leider Gottes sehr, wie soll ich sagen, er wird auch gering geschätzt. Also Sie können teilweise auch nichts dafür. Wenn man sich die Theaterkritiken vom Anton Kuh durchliest, es gibt eine Ausgabe mit gesammelten Werken vom Anton Kuh, die habe ich natürlich zu Hause stehen, natürlich nicht gelesen, aber da habe ich 3-4 Kritiken gelesen. Ich kenne weder den Autor des Stücks, noch kenne ich das Stück. Ich kenne auch keinen einzigen, der da mitspielt. Und du liest es und bist von dem Text schon so fasziniert. Wie, als war eine Theaterkritik schreiben, war eine literarische Form. Und das ist halt leider Gottes verloren gegangen. Das finde ich schade. Aber von Leuten, die was vom Theater verstehen und die das Theater lieben und die gescheit sind, lasse ich mich sehr gern beleidigen. Man könnte auch sagen, du hast es Viktor Gernot ein bisschen zurückgezahlt, diese Geschichte. Du hast 3 Romis, er hat keine einzige und er leidet darunter. Ja, er leidet offensichtlich darunter, dass er keine Romi hat. Er war ja jetzt bei der Romi-Verleihung und Thomas Stipschitz hat ja seine Romi im Namen von Viktor Gernot in Empfang genommen. Also ich glaube, die Sache ist jetzt gut ausgegangen für den Gernot. Ja, wir freuen uns. Die goldene Romi wird er nicht kriegen, aber vielleicht kriegt er die bronzene Jenny, ich weiß es noch nicht. Ja, aber dabei stimmt es ja gar nicht. Wir haben damals für die Krankenschwestern, da war ja der Gernot auch dabei, haben wir die Romi bekommen. Also er durfte sie nicht entgegennehmen. Ja, wir haben sie halt entgegengenommen. Ja. Wahrscheinlich ist das immer ein bisschen zu wenig. Ich glaube, er kokettiert einfach damit und glaubst du, dass er wirklich eine Romi will? Ich glaube schon. Also er muss eine Romi bekommen. Ich möchte das jetzt hier einfordern für den Viktor Gernot, dass er eine Romi bekommt. Ich werde er muss um was drehen, oder? Ich werde alles tun, um es zu tun. Er müsste eigentlich was drehen, damit er sie kriegt. Ich glaube, darin liegt es. Ja. Ich werde alles tun, um das zu verhindern. Ja. Vom Drehen wieder zurück zum Spielen, weil Journalismus ist ja Wiederholung, Sommernachtstraum ab 25. Mai. Es geht auch viel um die Liebe und hast du auch einen wunderbaren Satz gesagt, es gibt nichts Lächerlicheres als hochverliebte Menschen. Ja, natürlich. Wie ist denn euer Zustand zur Liebe? Wie würdet ihr versuchen, das zu definieren? Ich bin ein Vollidiot, wenn ich verliebt bin. Ich kriege Sternerl in den Augen und bin angesogen von der... Angesogen. Ich weiß ja nicht, was ihr alles macht, aber auch angesogen geht auch. Also ich benehme mich wie ein Volltrottel. Aber es ist sehr schön für mich. Okay. Und bei dir? Also die Verliebtheit ist natürlich tatsächlich ein psychischer Zustand, der einer Psychose nicht unähnlich ist. Das ist tatsächlich auch schon erforscht. Da können wir uns auch nicht dagegen wehren, da können wir auch nichts dagegen machen. Und es hat ähnliches Suchtpotenzial für manche Menschen wie Drogen. Also es ist die Suche nach diesem Glückszustand. Man schlaft wenig, ist trotzdem total fit. Man ist in einem Rausch, im Rausch des Verliebtseins. Und das wird vom Shakespeare in diesem Stück gezeigt. Und wie sich die Verliebten aufführen, die Elfenkönigin, die sogar mit einem Esel, ich bin der Esel, sie haben gesagt, ich soll den Esel spüren, weil das nicht so viel Arbeit bei der Maske. Da können wir einfach nichts dagegen tun. Das ist unsere Biologie. Wir verlieben uns einfach und sind hormonüberschüttet. Und es ist ein schöner Zustand, aber es ist nicht der... Verliebtheit und Liebe sind zwei unterschiedliche, psychisch, wissenschaftlich gesehen, tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Zustände. Ja, und diesen Rausch kann man übrigens auch auf der Bühne empfinden, also beim Singen auf jeden Fall.
Ja, das ist diesem Gefühl sehr ähnlich. Ja, also beim gemeinsam musizieren, wenn du mit einem Orchester singst, das ist ja, schon... Wenn man so schön singt wie du, ja, aber wenn ich mitsinge auch. Nein, das werden wir ja eh sehen. Werden wir sehen. Ah, ja, wir singen ja. Wir singen miteinander. Das sind dann die Endorphine, die ausgeschüttet werden. Genau, ja. Wenn also absolute Glücksgefühle. So Freude macht. Durchaus ähnlich dem Verliebtsein. Nur, dass man nicht so idiotisch ist, weil man muss ja noch den Text singen und so. Man muss ja noch fertig spielen. Das ist beim Theater wie in der Liebe, nur die Scheidung ist billiger beim Theater. Genau. Es ist ja gerade eben auch bei der Comedy-Kabarett ist immer die Frage, wie weit darf sie gehen? Wie weit darf man gehen? Gibt es da Grenzen? Über was darf man? Es ist ja eben immer miteinander lachen, nicht über jemanden lachen. Aber gibt es irgendwelche Grenzen, die man nicht überschreiten darf? Aus meiner Sicht ist die Grenze nicht zu überschreiten, oder man darf die Grenze nicht überschreiten, wo man nur um jemanden zu beleidigen oder um jemanden weh zu tun etwas sagt. Das ist aber meistens auch nicht lustig. Ein rassistischer Witz ist kein Witz. Wenn er rassistisch ist, ist er kein Witz. Ein Witz kann aber auf der Metaebene sich mit Rassismus beschäftigen. Oder umgekehrt, ein Witz kann, wenn du nur die Worte liest, ohne den Zusammenhang, kann es eine rassistische Äußerung sein. Es schwingt aber auf der Metaebene genau das Gegenteil mit, weil man will mit diesem Witz vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es nicht okay ist, wenn man rassistisch ist. Es ist nicht einfach. Auf beiden Seiten. Ich verstehe nicht die alten Komikerinnen und Komiker, die jetzt behaupten, die Komödie stirbt, wenn man auf alles Rücksicht nehmen muss. Das ist ein Blödsinn. Genauso wie ein Blödsinn ist, einen Komiker zu canceln, weil er irgendeinen Witz macht. Also die Cancel Culture ist die größte Idiotie. Die Letzten, die eine saubere Kunst wollten, also es muss jetzt jedes Wort, alles muss aus der Kunst verschwinden, was irgendwen beleidigen könnte oder was ihr ein Wort ist, was man nicht sagen soll. Die Letzten, die eine saubere Kunst wollten, waren die Nationalsozialisten. Also die Letzten, die Cancel Culture gemacht haben, waren die Nazis. Und ich finde es sehr, sehr schade, wenn sozusagen die liberalen Linken, die woke sind und die gegen Unterdrückung sind, die gegen den Kapitalismus sind, gegen die Ausbeutung von Menschen, wenn die sich so verhalten, wie sich die Nazis verhalten haben. Das ist ein sehr, sehr großer Fehler. Absolut. Puh, das war so, puh. Jetzt machen wir ganz kurz wieder was Lustiges. jetzt kurz noch was. Treffen Sie zwei Juden? Achso, nein. Weil wir jetzt eben auch über Sachen, die lustig sind und nicht lustig sind. Es gibt ja eine Geschichte mit zwei Taubenkostümen, die im Simpel hängen. Die ihr zwei quasi... Unsere größte Niederlage. Der Taubensketch. Einen Sketch mit Tauben gespielt habt. Wir haben zwei ganz das tolle... Das verstehe ich nicht, warum das nicht lustig ist. Ja, aber es war ein lustiger Sketch, aber wir waren in zwei Taubenkostüme eingenäht eigentlich. Wir konnten die Arme nicht bewegen, nichts. Nein, da waren die Flügel. Ja, da waren die Flügel, aber die konnten wir auch nicht, oh pardon, jetzt habe ich aufs Mikro gegriffen. Wir konnten die Flügel auch nicht wirklich bewegen und das war also teuerster Stoff aus Florenz, das war irrsinnig aufwendig angewiesen. Es hat 25.000 Schilling gekostet. Ja eben, das war damals ein Vermögen. Das war ein ganz lustiger Sketch, wir haben uns überlegt, also wir wollen einen Sketch über Wien machen und was ist, gehört zu Wien dazu, Lipizzaner, blablabla. Die Tauben, diese scheiß Tauben. Machen wir doch eine Doppelkonferenz zwischen zwei Tauben. Ja? Du hast Gruber geheißen, die Frau, und ich habe dich begrüßt, grüß Gott, Frau Gruber. Totenstille im Publikum. Und zwei Tauben reden über Wien. Dabei muss ja allein, wie wir ausgesehen haben, glaube ich. Wir haben gedacht, die Leute werden sich wegschmeißen vor Vergnügen. Wir haben es, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt und dann den Sketch komplett gestrichen, weil er war nicht zu retten. Es hat niemand komisch gefunden. Die hängen immer noch im Simpelfundus. Also wenn wer zwei Taubenkostüme braucht... 25.000 Schilling, sagen wir, für 500 Euro kriegen. Wir sind jetzt leider wieder schon fast am Schluss. Ja. Jetzt kann man sagen, Theater im Park, Sommernachtstraum. Was sind denn die nächsten, also nachdem die nächsten Projekte, über die du vielleicht schon sprechen darfst? Also ich habe wieder ein paar Lesungen mit Nymphen in Not, mit der Angelika Hager und mit der Petra Morset. Da sind ja die Sona McDonald und ich, wir springen da immer hin und her. Dann spiele ich im Moment noch das Weiße Rössel. Dann werde ich auch weiterspielen den Frosch, beziehungsweise die Frau Frosch in der Fledermaus. Sagst du jetzt Wiener Fröschin Volks. Oder Frau Frosch? Ich sage Frau Frosch. Okay, wir sagen Fröschin, aber es ist ja kein Tier. Das ist die Frau Lieselotte Frosch. Frau Frosch, Herr Frau Frosch. Frau Frosch, ja, richtig. Ja. Ja, also man sagt ja auch, Frosch ist ja auch kein Tier, sondern ist ein Gefängniswärter. Also es ist die Frosch, ja. Ne? In dem Sinne. Ja. Das klingt komisch, aber es ist da was. Nein, das Nachname ist die Frosch. Und dann nehmen wir im Herbst wieder auf La Cage aux Folles an der Volksoper. Das wird auch sehr, sehr schön, glaube ich. Super. Bei dir, was steht da noch dann nach dem Sommernachtstraum? Pension, ich gehe in Pension. Nein. Ich arbeite gerade, das darf man eigentlich noch nicht. 55, die Franzosen gehen auf die Straße. Ach so, ja,
Die dürfen jetzt später erst in Pension. Mit 62, mit 64, ne? Ja. 64, ja. Ja, typisch Franzosen, den ganzen Tag saufen und fressen und nichts hackeln. Aber und Kriege verlieren, das können sie, aber sonst. Ich arbeite an einem Nestroy. Also ich bin eingetaucht in die Welt von Shakespeare und habe den Shakespeare zerlegt und bearbeitet und ihn umgeschrieben und so weiter. Und das traue ich mich mit meiner großen Liebe, dem Johann Nestroy, bis jetzt noch nicht. Und jetzt habe ich aber eine Idee für ein sehr unbekanntes Stück von ihm, das auch das letzte Mal 1971 im Burgtheater gespielt wurde und zu seiner Zeit aber eines der erfolgreichsten seiner Stücke war. Das kennt man aber nicht wirklich. An dem arbeite ich gerade und vielleicht kommt nach den drei Shakespeares kommen dann vielleicht drei Nestroys im Glob auf die Bühne. Perfekt, dann freuen wir uns. Ich sage vielen, vielen Dank für Danke. Die Zeit. Vielen Dank. Danke. Und Ihnen vielen Dank, ja bitte, vor lauter Lachen schaffe ich nicht immer die Abmoderation. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle. Bitte bleiben Sie gesund.